Ihre Moller lädt zum Gespräch. Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mutfunken im Rahmen von Mutstrahl 4, Mut zum Du. Ich habe bei einem der früheren Mutstrahlen oder Mutfunken, wo es um gelingende Beziehungen im Rahmen des Perma gegangen ist, schon darauf hingewiesen, ganz geheimnisvoll, dass wir zu einigen dieser Themen noch ein bisschen vertiefen werden und eine Methode vorstellen werden, eine Sichtweise, die wesentlich feiner noch hineinschaut in das, wie wir aufeinander zugehen. Und ich möchte zu diesem Mutfunken ganz herzlich begrüßen wieder einmal Elfi und Dominik, meine lieben Freunde, Freundinnen aus der Schweiz, spezialisiert auf Lösungsfokus und Mikroanalyse. Und das ist unser heutiges Thema. Ich möchte aber gleich einsteigen mit einer Frage an euch. Mutstrahl 4 ist Mut zum Du. Brauchen wir überhaupt Mut zum Du? Und brauchen wir Mut zum Du für einen Wandel, für eine positive Zukunft? Ich erstens einmal danke, dass wir da sein dürfen, Ira. Das ist immer wieder eine Riesenfreude, so mit dir im Dialog zu sein. Und ja, das ist eine sehr spannende Frage, Mut zum Du. Also ich würde es ja mehr vielleicht so, und ich weiß, das passt jetzt ja aber nicht so ganz mit diesem, also mit diesem Perma zusammen, weil es da andere Bedeutung hat, aber so oft aus dem, wo wir heute hingehen, wäre es wahrscheinlich mehr so ein Mut zum Wir. Und ich glaube, das ist aber wahrscheinlich auch so ein Stück weit mit dem Mut zum Du gemeint, wie ich das verstanden habe, nämlich Mut zu dem, ja, mit in, zwischen dem Ich und Du gemeinsam was zu machen. Und, das Gemeinsame, das würde jetzt vielleicht so Mut zur Interaktion und Mut zu einer interaktionellen Sichtweise nennen. Und das glaube ich, dass das die Welt verändern kann, wenn wir das tun. Ja. Also unsere hat es verändert. So. Elfi, deine Augen haben jetzt bereits so aufgeleuchtet, ja, dass ich mir denke, ja, yeah, let's go, let's go. Und vielleicht nur kurz zur Klarstellung. Ja, natürlich geht es auch um den Mut zum Wir. Wir haben nur einen Mutstrahl, der auch Mut zum Wir heißt, wo es vor allem um Gemeinschaftsprojekte geht. Und Mut zum Du soll einmal signalisieren, auch diesen ersten Schritt der Interaktion. Aber da sind wir schon beim Thema und jetzt lasse ich wieder deine oder eure Augen leuchten. Was hat es denn mit der Interaktion und dem Mut dafür auf sich und wie beschäftigt ihr euch genauer damit? Ja, auch nochmals von mir herzlichen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Ich glaube, Mut wird ja also ganz unterschiedlich verwendet. Ich glaube, für uns heißt Mut zu einer interaktionellen Sichtweise, die Welt anders zu sehen, wie so in traditionellen Kommunikationstheorien vermittelt wird. Und das ist, also wir kommen uns teilweise ein bisschen so vor, wie so bei der kopernikanischen Wende oder Kopernikus und so dieses, ist einfach diese andere Sichtweise doch ganz, ganz wenig bekannt ist, aber so offensichtlich, wenn man es mal sieht. Und vielleicht so als Grundlage wurde ja, also das Buch, das vielleicht ganz, ganz viele kennen, Menschliche Kommunikation, das wir im deutschsprachigen Raum vorwiegend Paul Watzlawick zuschreiben, mit den 5 Axiomen der Kommunikation, also man kann nicht kommunizieren zum Beispiel, dieser Sender-Empfänger-Metapher, also all diese Elemente, die wir über Kommunikation heute eigentlich ja, so das Allgemeinwissen haben, die folgen eigentlich aus diesem Buch heraus. Und dort hat es eine zweite Autorin, die Janet damals Bevin, heute Bevelis, die war damals eine junge Absolventin, die ist da ans MRI gekommen und hat dort mitgeschrieben in dem Buch, hat ganz, ganz viel gemacht und hat so viel gemacht, dass der Paul Watzlawick dem Don Jackson, der war der Leiter des MRI, des Mental Research Institute in Palo Alto, gesagt hat, diese junge Frau, die hat so viel gemacht, die muss da als zweite Autorin auf das Buch rauf. Und du, Leiter des Instituts, du bist das dritte Autor. Und die Janet, heute Janet Bevelis, die hat eben weiter geforscht und hat da auch gemerkt, dass gewisse Dinge, die sie damals, ja, so was Allgemeine, also eigentlich, es ist ja mit Axiom formuliert, also könnte man sagen, das könnte man so als Allgemeingültiges verstehen, also Kommunikation funktioniert so, war aber damals nur so als Hypothese gemeint. Also man kann nicht kommunizieren, zum Beispiel war nicht gemeint,
das tatsächlich so, es war eine Hypothese. Und schauen wir mal, wo wir Elemente finden, wo wir vielleicht auch nicht kommunizieren können. Und die hat eben, die Janet hat da seit 1965 weitergeforscht und eben auch diese Mikroanalyse von Face-to-Face-Gesprächen entwickelt, wo sie eben ganz, ganz genau hinschaut oder hinschauen, wie Kommunikation funktioniert und was da tatsächlich eigentlich abläuft. Und das ist hochspannend, weil es komplett anders ist, wie das, was wir eigentlich in der Regel wissen oder auch in Schulen, Hochschulen lehren und lernen. Okay, jetzt wird es ja unerträglich spannend fast schon. Was ist denn so anders? Was ist so neu? Was wissen wir noch nicht? Erhält uns bitte. Also ich glaube, was ganz spezifisch ist an dieser Sichtweise, ist, dass wir nicht schauen, was in jemandem vorgeht und auch nicht irgendwie Geschichten erfinden, was jetzt in einer anderen Person vorgeht, sondern dass wir auf das schauen, was in der Interaktion zwischen uns beobachtbar ist. Und das klingt jetzt ja ganz simpel und ja, machen wir ja eh schon irgendwie seit ewig. Und wenn wir aber so auf unsere Gespräche schauen, merkt man, dass wir das einfach nicht tun. Und dass wir viel mehr Sprache zum Beispiel haben, die also viel mehr Wörter haben, die uns helfen, irgendwas auszudrücken, was jetzt in jemandem anderem vorgeht, als zu sagen, also die Person ist jetzt empathisch oder die Person hat Angst oder die Person ist scheu. Also bei Kindern, wir waren ja in Nordamerika 1,5 Jahre mit unserer kleinen Tochter unterwegs und da sind dann immer die Leute gekommen und haben gesagt, ist sie shy oder ist sie scheu? Und das sind Dinge, wo ja jetzt nicht wirklich in einer Interaktion entstehen, sondern sie macht irgendwas, was dann dazu führt, dass das so interpretiert wird. Und scheu heißt für sie, oder hat er damals für sie ganz was anderes geheißen, als das für die meisten Leute wahrscheinlich geheißen hat, die dann auch fragen, ob sie scheu ist. Und also das ist so das eine, dass wir wirklich auf das schauen, was in der Interaktion passiert und da mit anderen Worten beschreiben. Und das hat aber Implikationen auf das, wie wir uns verhalten. Und zwar ganz große Implikationen darauf. Und also das ist vielleicht so ein Teil. Und ein anderer Teil ist, dass wir mit der Mikroanalyse von Face-to-Face-Dialog sehen können, oder die Sarah Healing und die Jennifer Gerving in einer wirklich super Forschung einfach auch aufzeigen, dass das, was wir in einem Gespräch machen, jetzt gerade was da passiert, ist, dass wir Moment für Moment der Geschichte gemeinsam konstruieren. Du hast jetzt zum Beispiel ihre gerade so vorgelassen, so ein Stück weit, oder? Das merke ich und das beeinflusst das, wie meine Geschichte irgendwie weitergeht, ja. Und jetzt gerade wird genickt, oder? Das heißt, es ist ein bisschen jetzt absurd, weil ich jetzt gerade zwei Dinge gleichzeitig mache, erzählen und interpretieren und sagen, was ich da jetzt sehe. Aber das Nicken zeigt mir, jetzt haben wir ausreichend Verständnis, dass ich wieder weitererzählen kann. Und das ist was anderes, wie die Idee. Du stellst jetzt eine Frage an uns, Ira, und ich beantworte die jetzt und dann machst du wieder irgendwas oder der Dominik macht irgendwas mit dem, was ich gesagt habe. Es wäre so wie, du sendest uns quasi eine Frage, dann bearbeiten wir die Frage, sagen irgendwas dazu und dann schicken wir dir die Antwort zurück oder ich oder in Dominik jetzt, also ich euch beiden in dem Fall, und dann macht es irgendwas mit euch und ihr antwortet mir wieder. Versus, wir machen das jetzt laufend gemeinsam und jedes Nicken, jede Reaktion von euch hat einen Einfluss auf das, was ich jetzt gerade erzähle. Hat einen Einfluss auf das, wo die Geschichte hingeht. Hat einen Einfluss auf das, was wir gemeinsam da jetzt miteinander machen. Und das ist, glaube ich, so einer der größten und wirklich radikalsten Unterschiede, wo diese Sichtweise und diese Art auf Kommunikation zu schauen, von anderen Orten auf Kommunikation zu schauen, unterscheidet. Okay, wo kam denn das her, diese Sichtweise mit Sender, Empfänger, und gilt die jetzt gar nicht mehr? Mhm. Ja, dass sie
das Buch geschrieben haben, damals 1965, haben Sie aufgebaut also auf einer Idee der 40er Jahre. Und wie so aus einer Telekommunikationsidee von damals, wo quasi ein Telefon dann die Frage war, wie gut geht meine Mitteilung jetzt durch die Leitung durch und wie gut kommt sie da auf der anderen Seite an? Und dann hat die andere Person da eine Mitteilung zurückgeschickt, die ging wieder durch die Leitung und die kam dann wieder an. Und diese Metapher des Telefons von damals, die haben wir eigentlich mitgenommen und die haben auch die 1965 mitgenommen, weil sie damals ja auch noch Sinn gemacht hat. Mittlerweile haben wir aber mit Videoanalyse können wir genau schauen, was da geschieht. Und dann macht es eben wenig oder keinen Sinn mehr, weil wir es eben sehen, dass wir, ja, die Idee, die baut auf einer Idee der 40er Jahre auf. Also als sie das Buch dann 1965 geschrieben haben, haben sie es nicht selber erfunden, diese Senderempfänger und Metapher, sondern eigentlich so aus dem, ja, aus der Telefonzeit der 40er Jahre, wo es wirklich darum ging, oder hat jemand ein Telefon, dann ein Kabel und dann am Ende ein Telefon. Und das Hauptinteresse war natürlich, wie kommt die Mitteilung, die ich da reinspreche, da dann einen Kilometer weiter an? Oder was hören die dann noch? Ist da alles noch da von der Mitteilung? Und da ist alles da, okay, dann schicke ich das wieder zurück, dann geht es wieder durch die Leitung und kommt dann wieder beim Telefon raus. Und das war die Metapher, die sie da übernommen haben. Und die wir immer noch heutzutage übernehmen, dieses Sender-Empfänger-Modell. Also ich schreibe, ich sage was, sende da eine Mitteilung, die kommt bei dir an, du machst irgendwas, so also interner Prozess, genau, schickst dann wieder was zurück, durch diese Leitung durch sozusagen, kommt bei mir an. Das ist so dieses Modell. Und wenn wir jetzt aber drauf schauen, mit der Videoanalyse und seit etwa 2000 haben wir da Programme, die eben ganz, ganz Millisekunde für Millisekunde es eben analysierbar machen. Viel, viel einfacher wie früher. Dann sehen wir eben, dass was im Gespräch passiert, eben nicht sowas ist wie, ich sage jetzt was und dass ihr hört da einfach unbeteiligt passiv zu und dann bin ich fertig und dann sagt ihr was. Sondern wir sehen, dass das, währenddem ich was sage, ganz viel passiert. Also, dass ihr mich anschaut zum Beispiel, dass ihr nickt, dass ihr sagt, dass ihr all diese Zuhörerreaktionen, die mich wieder beeinflussen. Man kann es ganz gut sehen, würdet ihr zum Beispiel einfach mit offenen Augen so da sitzen. Genau, dann würde ich fragen, ja, hast du mich verstanden? Oder würde ich zum Beispiel was sagen und niemand reagiert? Müsste ich zum Beispiel fragen, habt ihr mich gehört? Also euer Nicken, euer Blinzeln, euer Augenkontakt, euer alles, was ihr macht, das machen wir eigentlich gemeinsam, weil ich baue auf dem auf, wenn ich was sage. Das heißt, wir können nicht mehr sagen, ich sage was unabhängig von euch. Und dann kommt es zu euch und ihr sagt was, weil das merken wir jetzt alle gerade in dieser Zoom-Zeit, wenn ihr zum Beispiel eine Zoom-Veranstaltung habt, wo alle die Bildschirme abhabt, dazu, aber wir sehen nichts, oder? Das ist ein ganz anderes Gespräch, wie wenn ihr die Bildschirme da anhabt, Videos an und alle, und wir in Interaktion eben sein können. Und deswegen ist das Sender-Empfänger-Modell eben wirklich überholt. Das ist eine alte Metapher und da bauen natürlich auch so Elemente drauf auf, wie jetzt sagen wir, die Unterscheidung zwischen der Inhalts- und Beziehungsebene, die dann ja Schulz von Thun weitergeführt hat, diese vier Ohren, das vier Ohren oder vier Schnäbel-Münder-Prinzip, die bauen natürlich alle auf dieser alten Metapher auf. Währenddem wir, wenn wir das wirklich anschauen, was passiert, sehen, dass wir das konstant laufend zusammen machen. Es gibt zum Beispiel so das Konzept der Calibration, also wir kalibrieren alle circa 5 bis 7 Sekunden. Das heißt, wir stellen sicher, dass dann genügendes Verständnis da ist, dass wir weiterfahren können. Also ich sage was, Ira nickt, ich nicke und ich fahre weiter. Fehlt das dazwischen, dann kann man schön zeigen, geht die Kommunikation nicht weiter oder gestört weiter, weil ich dann entsprechend diese Zuhörreaktion nicht habe als sprechende Person, eben schlussendlich nicht flüssig normal weiterzählen kann. Und wir haben da mal ein sehr schönes, der Dominik hat mal mit mir experimentiert, weil er das irgendwie so ganz gut ausprobieren wollte. Und das war, wir waren mit unserem Wohnmobil unterwegs und waren so irgendwo wirklich, wo sich Hund und Katze gute Nacht oder Fuchs und Hase gute Nacht sagen.
Und also nirgends, wo man jetzt irgendwie möchte, dass man alleine ist und der die meiste Zeit fort, plötzlich nicht mehr wirklich, dem es nicht mehr gut geht, also in dem Fall dem Dominik. Und wir sitzen so in dem Wohnbereich in unserem Wohnmobil und reden miteinander und plötzlich schaut der Dominik so. Und schon, also er ist genauso, wie er es jetzt macht und er ist da gewesen. Ich habe gemerkt, ja, aber ich habe irgendwas stimmt da nicht, ja. Und ich so, Dominik. Und dann hat er erst reagiert und ich, also wirklich, das waren vielleicht 5 Sekunden, wo er das gemacht hat. Aber in den 5 Sekunden hat mich fast der Schlag getroffen, weil ich gedacht habe, ihn hat der Schlag getroffen, weil irgendwas einfach nicht gestimmt hat. Weil wir normalerweise in irgendeiner Form, und oft sind das klitzekleine Dinge, die wir tun, aufeinander reagieren. Und oft muss man wirklich genau schauen, weil es einfach ein ganz leichtes Blinzeln ist vielleicht. Weil es ein leichtes Lächeln ist. Aber die Reaktionen, also es ist relativ schwierig, finde ich, das auszuprobieren, wenn man mit jemandem im Dialog ist, nicht darauf zu reagieren. Ich merke so, wenn ich das probiere, beim Dominik gelingt mir das relativ schwieriger, weil ich irgendwie trotzdem noch einmal wie merke, jetzt ist der Zeitpunkt zum Nicken oder jetzt ist der Zeitpunkt, irgendwie zu reagieren auf das, was wir tun. Ja, das Geniale ist, dass wir das vom Kind weg gelernt haben. Dass wenn wir aufmerksam sind, Interesse haben, dann machen wir das genauso. Das zeigt die Forschung auch genauso, dass die Kommunikation am effizientesten weitergehen kann. Und die Janet Bowles, die hat gesagt, das so cool, die sagt, wenn sie würde gerne mal einen Workshop halten, für $10.000 eingeladen werden und dann einfach sagen, verhaltet euch ganz natürlich. Weil all diese oder viele von diesen Kommunikationsideen, die eben dann aufbauend auf Theorien sind, die man nicht sichtbar sehen kann in den Videos, also wo man sehen kann, was wirklich passiert, die haben oft so schräge Ideen, wie zum Beispiel, um Interesse zu zeigen, musst du den Leuten in die Augen schauen. Und da gibt es ein unnatürliches Verhalten, oder ich schaue jetzt dir in die Augen oder du schaust mir jetzt in die Augen. Aber da fehlen diese natürlichen Zuhörreaktionen, die bei Interesse da sind. Und das stört die Kommunikation. Das heißt, lustigerweise jetzt in dieser Kommunikationsforschung ist je natürlicher, also Interesse haben, das reicht eigentlich schon, um wie eine effiziente Kommunikation sicherzustellen. Und da stellt sich die Frage, wofür interessiere ich mich? Und das beeinflusst die Kommunikation dann natürlich in gewisse Richtungen. Und vielleicht 2 Sachen. Also das eine, was der Dominik jetzt erzählt hat, also mit dem Interesse und in die Augen schauen, da hat die Jennifer Gerving eine ganz tolle Studie gemacht, wo sie, also die haben viel mit Ärzten gearbeitet und Ärzte und die Sarah Healing, glaube ich, gemeinsam. Und die Ärzte, die sind trainiert. Also die lernen im Studium ja grundsätzlich gar nicht viel über Kommunikation, aber die Sachen, die sie lernen, die sind oft nicht sehr nützlich in einem Dialog. Und zwar eben haben die gelernt, dass es ganz wichtig ist, wenn sie einem Patienten schlechte Nachrichten überbringen, dass sie dann mit dem Blickkontakt bei der Person bleiben. Und das ist komplett absurd, weil das machen wir nicht in einer natürlichen Kommunikation. Wir schauen weg, wir geben auch dem anderen irgendwie Raum wegzuschauen und wenn wir reden und dann ständig irgendwie mit dem Blick, ich schaue jetzt die ganze Zeit an, ihrer, ja, mit dem Blick bei der anderen Person bleiben, dann können wir eigentlich gar nicht richtig unsere Gedanken fassen. Und wenn ich dir jetzt dann nur eine ganz tragische Nachricht also übermittle, zum Beispiel, dass du jetzt irgendwie nur mehr 4 Wochen zu leben hast, ja, dann ist das sehr bedrohlich für die Patienten oder wirkt sehr bedrohlich, haben die da zeigen können. Und dann ist, also gibt so, zudem haben sie nur die Instruktion, dann auch ganz ruhig auf ihrem Stuhl zu sitzen und also die Hände in einer entsprechenden Position zu halten und dann wird Kommunikation etwas ganz Unnatürliches. Und anstatt einfach ja, im Gespräch mit voller Aufmerksamkeit und Anteilnahme kann man, also Michael Ende im Buch Momo beschreibt irgendwie so schön, wie Momo mit voller Aufmerksamkeit und Anteilnahme anderen zuhört und mit dem einfach ganz viel
Unterschiede macht, weil die Leute plötzlich zu ihr kommen, weil sie draufkommen, wenn die Momo zuhört, dann haben dumme Leute plötzlich ganz kluge Gedanken. Und dann ist die Frage, gibt es überhaupt dumme Leute oder machen wir nicht auch dumme Leute durch unsere Art, vielleicht Zuhörreaktionen nicht zu zeigen, an Stellen zu zeigen, die vielleicht da, jetzt sage ich mal, ganz böse Dummheit fördern, um in dem Konzept oder der Idee zu bleiben. Ja, wir können das zeigen. Also es gibt eine Studie, die so inoffizielle T-Count-Study heißt. Und da haben sie so in einem Face-to-Face-Gespräch haben sie gewisse Leute, also die haben eine Close-Call-Story, also eine Geschichte erzählt, wo fast was schiefgegangen ist. Also zum Beispiel ist der eine in der Nacht aufgewacht und hat gesehen, dass die Lampe so gestürzt ist und knapp über dem Kissen und das Kissen schon fast anfängt zu brennen. Aber sie hat es gerade noch geschafft, das dann auszulöschen und oder hat dann kein, war dann nicht schlimm. Also ganz knappes Ereignis, das sie da verhindern konnten, haben eine Geschichte erzählt und andere, also in einem Face-to-Face, also im Einzelgespräch, haben zugehört. Und der einen Gruppe wurde sehr aufmerksam, normal zugehört und haben auch die Instruktion bekommen, soll normal aufmerksam zuhören. Und die andere Gruppe, die zugehört hat, also mit der anderen Sprechenden, dort hat man gesagt, zählt alle Wörter, die mit T beginnen. Und währenddem jetzt die Person diese Close-Call-Story erzählt hat, haben alle da aufmerksam auf die Wörter gehorcht, die da mit T beginnen. Und dann, das haben sie aufgenommen, diese Geschichten, die da erzählt wurden, und die haben sie dem Publikum gezeigt und haben gefragt, welche sind die besten Geschichtenerzähler? Und die besten Geschichtenerzählenden waren natürlich dann die, denen aufmerksam zugehört wurden. Also das wurde durchs Band weg, wurden die als bessere Geschichtenerzähler bewertet, weil bei den anderen eben diese Zuhörreaktionen am falschen Ort waren oder nicht vorhanden waren und sie viel öfter rechtfertigen mussten und sagen, hast du mich verstanden, weißt du, was ich meine, wurden viel mehr in ihrem Fluss des Gesprächs unterbrochen. Und durch das, eben, wenn ich dann natürlich dann jedes Mal, wenn ich ein T-Wort mit T höre, dann nicke, oder ist ein falscher Ort, oder irgendwas, das nickt jetzt der, oder? Und da wurden die Geschichten einfach, also wenn man sagt, Dummheit fördern, das sieht dann aus, als könnten die nicht gut Geschichten erzählen. Aber es hat nichts in dem Sinne mit der Person zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie wir in Interaktion sind. Währenddem auch die anderen, die da die besseren Geschichten erzählt haben, nicht die besseren Geschichten erzählenden sind, sondern auch dort einfach, es wurde anders miteinander co-kreiert. Wenn du jetzt auf Galerieansicht gehabt hast, ich habe jetzt versucht, die T's zu zählen, die Wörter, die mit T beginnen, zu zählen, die der Dominik gesagt hat. Ich glaube, es waren nur drei. Das ist überraschend. Ich habe schon überlegt, wo ich... T-Tasse. Da kann man vielleicht zumindest so die Unterschiede in der genau sehen, auch in den Zuhörreaktionen. Ja. 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 Also ich finde ja einen ganz, ganz spannenden Punkt, auf den ich dann sehr gerne mit euch noch wesentlich näher eingehen möchte, den Einfluss des Zuhörens. Ja. Weil ich finde, da steckt wirklich ganz, ganz viel an neuer Kraft drinnen. Ich möchte aber vorher noch gern zwei Dinge erwähnen. Das eine ist, also ich habe so den Eindruck aus allen Beispielen, auch das, was Ärztinnen beigebracht wird, wie sie sich verhalten sollen bei schlechten Nachrichten und so weiter, habe ich mir gedacht, ja, es geht doch eigentlich wieder um eine lebendige Präsenz, ja. Also wirklich präsent zu sein, nicht, bei dem, was erzählt wird, das heißt bei der anderen Person gleichzeitig, aber auch bei sich selbst, nicht, so was löst das in mir aus und darf ich das auch nach außen zeigen? Nicht? Weil es gibt ja auch so manche Menschen, die dem anhängen, so quasi diesen Pokerface und sich nicht zu viel anmerken zu lassen und so. Nicht? Aber ich denke mir so, die Lebendigkeit und die Präsenz, die braucht es. Eigentlich einmal so von dem, was ich verstanden habe, als wichtige Zutat. Und das Zweite ist, ich möchte gerne auch noch ein bisschen eingehen auf diese Sender-Empfänger-Geschichte und da vielleicht auch so eine Brücke zwischen dieser Vergangenheit der Kommunikationstheorie und dem Jetzt und der Zukunft herstellen, weil ich hier
grundsätzlich finde, dass sehr oft Dinge, wie sie in der Vergangenheit gemacht wurden, nicht unbedingt falsch sind, ja, sondern erstens einmal, so wie du, Dominik, erzählt hast, dem damaligen Entwicklungsstand und Sichtweise entsprochen haben und zweitens vielleicht auch eingeschränkt interpretiert wurden. Ja. Weil zum Beispiel bei diesem Vier-Ohren-, Vier-Münder-Modell und so weiter, ich habe das nie als diese Einweg Kommunikation verstanden. Ja. Und nachdem ihr ja schon wisst, dass ich so quasi die, meine Weltraumbegeisterung habe, ja, also mir ist bei der Beschreibung von Sendermodell, Empfängermodell zum Beispiel eingefallen, ja, die Kommunikation mit Mars, ne, die wird so ausschauen, ja, wir schicken was, dann müssen wir, ich weiß nicht, 18 Minuten warten, bis das dort ankommt, ja, und dann wird wieder zurückgeschickt. Ne. Und also das ist quasi auch eine mögliche Sichtweise auf dieses Sender-Empfänger-Modell, wie es vielleicht auch gemeint war oder teilweise verstanden wurde. Ich habe es zum Beispiel nie so verstanden, ja, weil ich immer schon das Gefühl gehabt habe, es kommt auf verschiedene Faktoren an. Und so wie ich jetzt die Brücke schaffe zu dem, was ihr gesagt habt, denke ich mir, es geht ja immer noch um Senden und Empfangen, weil auch in der modernen Kommunikationstechnologie gibt es technisch gesehen immer diesen Unterschied zwischen Senden und Empfangen. Ja. Nur es passiert laufend und gleichzeitig und wir haben nicht die 18 Minuten Zeit versetzt oder so, ja, sondern während ihr sendet und was erzählt, empfange ich, ja, und sende aber durch das, wie ich das Empfangen aufnehme und verarbeite, ja, sofort quasi die, wieder meine Signale. Ja. Also ich finde, es ist das von vorher nicht unbedingt falsch, aber es ist wesentlich eben verfeinerter, ja, indem diese Prozesse finden parallel statt, sie finden laufend statt. Und wir haben auch durch dieses ständige Senden und Empfangen, ja, denke ich mir, auch eine gemeinsame Verantwortung für das, was da passiert. Ne. Die wahrscheinlich auch viel, also wo das Gemeinsame viel stärker entsteht, als wenn ich sage, okay, ich lasse mich jetzt quasi 18 Minuten lang berieseln und dann irgendwann sage ich ja oder nein oder reagiere gar nicht oder sowas. Ne? Macht das aus eurer Sicht, Erfahrung und so Sinn oder rede ich Blödsinn? Na, also ich denke, das macht total Sinn, weil ja wir immer in Metaphern sprechen. Und wenn wir die Worte, die wir verwenden, die, das sind ja Metaphern, wenn wir von Senden, Empfangen sprechen zum Beispiel, oder auch von Co-Konstruktion, das ist ja so eine Metapher, die wir da verwenden, um etwas zu beschreiben, das können wir gar nicht anders. Und spannend ist, und das hast du natürlich recht, also zu sehen, wie diese Metaphern, die wir verwenden, sehr stark mit dem technologischen Stand zusammenhängen. Wenn wir natürlich jetzt in der Mikroanalyse so diese Gleichzeitigkeit und das gleichzeitige gemeinsam miteinander tun sehen, dann hat es natürlich auch mit der Technologie zu tun, die wir haben, wo wir jetzt alle zu dritt hier sind und alle gemeinsam miteinander was machen. Und zwar, jeder macht was und alle gemeinsam machen was zusammen. Und wir würden jetzt wahrscheinlich jetzt in der Metapher jetzt im Internet, jetzt über Zoom zum Beispiel, nicht mehr von Senden, Empfangen reden. Das ist ein Wort aus so, also Telefonzeit. Oder eben, wenn du sagst Mars, oder Funken auch, oder wir funken da hoch, oder was immer für Technologie sie brauchen. Im 1:1 Gespräch, oder jetzt auch hier, diese Technologie, die wir haben, da sprechen wir wahrscheinlich jetzt eben je länger, je mehr von anderen Dingen, von dieser Gleichzeitigkeit, von dieser Co-Konstruktion. Das sind ja auch Worte, die in anderen Bereichen jetzt so in der heutigen Zeit so Zeitgeist sind. Und erinnere mich so an eine Frage, die dem Hirnforscher gestellt wurde. Ein ganz bekannter Hirnforscher wurde gefragt, wie lange er denkt, dass es braucht, bis das Hirn entschlüsselt ist. Also quasi Hirn als Computer, oder? Wie lange braucht es, bis das entschlüsselt ist? Und er hat gesagt, 100 Jahre. Und hat aber nicht gemeint, dass es 100 Jahre geht, bis das Hirn entschlüsselt ist, sondern hat gemeint, dass es 100 Jahre geht, bis wir eine neue Metapher haben und dann das Hirn und unser Körper oder immer ganz, ganz anders verstehen. Und genau gleich ist es hier in der Kommunikation. Also welche Metapher verwenden wir? Und die Metapher, die wir verwenden, mit dem sehen wir natürlich dann auch andere Dinge. Und wenn wir so in diesem Senden empfangen bleiben möchten, also in dieser Wortwahl, dann sehen wir natürlich, dass ich was tue und dann ihr was tut.
wenn wir jetzt eher so auf das Gemeinsame schauen, was wir zusammentun. Und da fehlen uns, wie das hat die DTF gesagt, da fehlen uns wie die Worte noch, oder? Wir können nur im Moment oder fast nur individuell sprechen, so in einer individuellen Welt, in dem ich als Individuum was mache und das beeinflusst dann dich als Individuum. Das ist so diese momentane Metapher, die wir viel verwenden. Was wir aber sehen auf Videos, das andere ist, dass wir das gemeinsam tun, dass wir miteinander ständig synchronisieren, kalibrieren und miteinander jetzt diesen Dialog führen. Aber für das fehlen uns wirklich noch die Worte. Weil wir können Gleichzeitigkeit können wir fast nicht beschreiben. Das ist das Geniale, oder? Ich finde, du hast schon zwei hilfreiche Begriffe jetzt gerade verwendet, nämlich das Synchronisieren und Kalibrieren. Ja? Weil ich denke mal, das beinhaltet eigentlich beides. Ne? Also es beinhaltet schon auch dieses, ja, da kommt etwas an, aber ich muss es sofort einbauen in meins, ja, und mich abstimmen. Und ich finde, da steckt diese Gleichzeitigkeit auch schon drinnen. Also das finde ich, ist schon einmal ein schöner erster Aufschlag dafür. Elfi, du wolltest noch was. Also was mir so auffällt, wenn ich jetzt dem zuhöre, genau was da so gerade am Entstehen ist, was du gesagt hast, Ira, was der Dominik sagt, dann fällt mir so wie auf, dass wenn wir da diese Sender-Empfänger-Idee anwenden wollen auf das, was wir in der Interaktion sehen, dass das wie also hochkomplex wird und glaube ich dem gar nicht mehr ganz entspricht, weil einfach wie beim Kalibrieren zum Beispiel, das ist ja nicht was, wo man jetzt, also der Kalibrieren ist ein dreistufiger Prozess. Ich sage was, ich kriege eine Reaktion und dann bestätige ich das. Und das ist aber nicht so, also diese drei Schritte, die laufen laufend parallel ab. Und dass das eben diese Synchronizität und Wechselseitigkeit, und das ist aber was, wo so schnell funktioniert und so gleichzeitig, dass man, also ich glaube, die Idee, also ich höre das so, was du sagst, und gleichzeitig frage ich mich eben so, gibt es nicht da vielleicht eine passendere Metapher für das, was dann da passiert, als also dem Sender-Empfänger-Modell eine neue Bedeutung zu geben im Gespräch, so. Und genau, und ich glaube, das ist so das, wo halt da, also der Dominik und ich, gerade so mit dem Beispiel, was er jetzt braucht hat, von dem Gehirnforscher, oder wir sagen oft so, wir sind gespannt, was eigentlich als nächster kommt, oder jetzt haben wir beim Kalibrieren, aber die Technologien, die sind ja schon wieder viel weiter, und was sind eigentlich so die nächsten Technologien, die sie irgendwie durchsetzen werden, wie funktionieren die, und können wir da nicht eigentlich auch schon ein Stück weit vorhersagen, wie Kommunikationsmodelle in der Zukunft ausschauen werden, ja, weil wir einfach andere Dinge sehen, weil wir anders drauf schauen. Und die Idee von Kalibrieren und mit diesem dreistufigen Prozess, die haben die Janet Beveles, Jennifer Gerving und Sarah Healing 2017 ausformuliert. Und also das ist noch nicht lange her. Und die Idee hat es schon lange gegeben, irgendwie so, dass Kommunikation ein dreistufiger anstatt ein zweistufiger Prozess ist. Also hin und her senden an zweistufig und dreistufig, also dieses Bestätigen als wichtigen Teil davon. Und dieser dreistufige Prozess sich laufend überlappt auch. Und das ist aber nicht wirklich konsequent in Studien auch untersucht worden. Und dem haben sie eben, die Janet, die hat dann irgendwie so mal so einen schönen Erleuchtungsmoment gehabt, scheinbar. Also das ist eine Geschichte, die wir gehört haben, wo also ein paar Kolleginnen und Kollegen dabei waren, wo sie ein Video angeschaut haben und die Janet dann plötzlich gesagt hat, oh, da ist der dritte Schritt. Und sie von da weg wirklich angefangen haben, das systematisch auch zu untersuchen in Studien. Und es gibt da noch nicht jetzt unendlich viele Studien zu dem. Und doch gibt es mittlerweile einige, die eben bestätigen, dass das so funktioniert. Und zwar mit einer, also es gibt so ein eigenes Calibration Manual, wo es halt dann wahrscheinlich, also wann sollten wir kalibrieren, so aufgrund der Informationen, die wir geben? Wann ist Kalibrieren auch nicht notwendig, weil es also im Dialog nicht als notwendig erscheint? Und da können Sie zeigen, dass das mit fast 100% wirklich stattfindet. Was halt ist, oder wenn wir die Sender-Empfänger-Metapher weiterverwenden, dann verlieren wir etwas ganz, ganz Wichtiges aus diesen neuen Studien. Weil im Senden-Empfangen bin ich immer Individuum
und ich mache was und du machst was. Und es wird nie gemeinsam, es ist nicht was gemeinsam, sondern wir haben Fokus auf das Senden oder auf das Empfangen und nicht auf das gemeinsame Tun. Und wenn wir jetzt diese Idee von wir tun Kommunikation gemeinsam und zwar Moment für Moment und jederzeit, dann ist es eben auch so, dass wir also beim Senden empfangen haben, dann vielleicht Fragen wie, habe ich jetzt richtig gesendet oder hat er das richtig gehört oder so diese also ich oder die andere Person. Oder? Bei dieser Calibration-Idee, respektive bei diesem gemeinsamen Tun von Kommunikation, und zwar Moment für Moment, tun wir alles zusammen. Und ich bin mitverantwortlich für das, was geschieht. Und wenn man diese Metapher, diese Sichtweise, die man auf Video wunderbar sehen kann, jetzt auch wenn die Zuhörenden jetzt unser Video hier anschauen, gerade wenn es in Gallery View ist, dann sehen sie, das ist was eben die Ironie, wenn sie lacht, ich reagiere auf sie, reagiere auf die Elfjährige, reagiert auf mich, oder das macht man gemeinsam Moment, Sekunde für Sekunde. Dann ist es eben auch so, aus unserer Sicht, dass diese Sichtweise die Welt verändern würde. Weil es gäbe keinen Krieg mehr. Ich bin immer mitverantwortlich. Ich kann nicht mehr sagen, der andere hat gesagt, oder? Weil ich habe da im Gespräch aktiv mitgemacht. Ich kann mich nicht mehr rausziehen aus dieser Verantwortung. Ich habe zugehört. Ich habe zum Beispiel, wir haben ja Führungskräfte-Trainings, die wir machen. Und da nehmen wir Videos auf vom ersten Tag an. Und die Führungskräfte, die führen Gespräch, so ein normales Unterstützungsgespräch. Und jetzt reden die dann 5 Minuten lang oft, gerade zu Beginn, so übers Problem. Und dann sieht man, dass natürlich nicht die eine Person einfach übers Problem reden möchte, sondern dass die andere eben auch so zuhört und so ständig, ah, jetzt ist eben schwierig, aha, ja, weißt du, weil, bla, 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 ah, okay, schwierig, oh, Problem, oder? Ja, genau, weil es viel schwieriger, die geht dann dort weiter mit diesen Zuhörreaktionen. Und das, was sie gemeinsam in diesen 5 Minuten gemacht haben, ist ein gemeinsames Resultat. Und zwar jederzeit. Und wenn wir das jetzt, also wenn wir jetzt wirklich von dieser Sender-Empfänger-Metapher verabschieden würden, die eben eher aus unserer Sicht so, da fängst du an, so divisive ist, oder ich und die andere Person, und wirklich zu was Gemeinsamen in der Kommunikation kommen könnten, dann wir sind überzeugt davon, ich kann nicht mehr einfach die andere Person schuldig sprechen, sozusagen, weil ich dabei war. Wenn was Gutes passiert, habe ich auch mit beigetragen, oder? Ich habe diese Mitverantwortung im Gespräch und das würde die Welt verändern aus unserer Sicht. Beim Thema Welt verändern und so weiter, da holst du mich ja voll ab. Ja. Ne? Da, ich denke mir, da sind wir jetzt auch bei dem allerspannendsten Punkt und da möchte ich gern noch wesentlich mehr mit euch in die Tiefe gehen, ja, auch was Beispiele anbelangt und genau. So. Verantwortung, Mitverantwortung zu tragen auf der einen Seite, das ist für manche Menschen was Schönes, andere schrecken sich gleich, nicht? Aber auch diese Freude am Gestalten können, ja, weil hey, ich habe dann auch Anteil an dem, was passiert. Ja. Das heißt, ich würde euch bitten, da auch noch Beispiele ganz konkret zu bringen und zunächst aber auch mal zu hören, was du, Elfi, gerade noch sagen wolltest. Genau, also unsere kleine Welt als Familie hat das ganz sicher massiv verändert und mir kommen gerade so zwei Beispiele eben in den, oder es sind jetzt so gerade zwei Beispiele in den Sinn gekommen. Das eine ist so, also ich bin vor ein paar Monaten mal so in der Küche gestanden und habe gekocht und habe also Tomatensauce gekocht, also schön rot und so. Und der Dominik und die Bibi, die sind so im Wohnzimmer, haben sie irgendwie Fangen gespielt und haben mit einem Ball herum und das einfach herumgetrollt. Und dann sind sie immer so näher in die Küche, oder? Und ich merke das und habe aber nichts gesagt. Und dann machen die weiter und weiter und plötzlich landet irgendwie, also die Bibi der Ball ist reingefallen oder also irgendwie ist jedenfalls das in diesem Kochtopf gelandet und es war alles rot in der Küche. Und natürlich ist jetzt so die Frage, was ist eigentlich der erste Impuls, ja, was man macht? Und jetzt, ich stehe da und koche, die beiden tun und die Bibi kommt und ist halt die dann da steht, auch mit einem Geschirrtuch habt ihr herum dann und das Geschirrtuch ist drinnen gelandet, genau, und dann alles heraus. Und ich drehe mich, also jetzt so erster Impuls natürlich, mir umzudrehen und zu sagen, hey, Bibi, muss das sein und müsst ihr überhaupt wirklich da in die Küche rein?
So, dann kann ich aber auch innehalten und sagen, okay, was ist da jetzt eigentlich passiert? Die zwei sind herumgetollt, ich habe gekocht, ich habe gemerkt, da, die kommen da näher, ich hätte schon vorher Stopp sagen können. Und hätte sagen können, hey, bitte könnt ihr von der Küche draußen bleiben, wenn ihr das macht. Es ist sicher nicht die Bibi schuld gewesen, weil ich habe meinen Teil der Mitverantwortung, Dominik ist ein Teil der Mitverantwortung, dass er irgendwie sagt, stopp oder wir müssen aufpassen. Und so, also das sind so Situationen, wo man halt wirklich ganz oft sehen und auch beobachten oder auch Geschichten hören von anderen, die genau so zustande kommen, wo jeder einen Beitrag leistet dazu. Und es wird aber ganz oft eine Person am Ende dann als die quasi Schuldige irgendwie verurteilt. Ja. Und das ist wie das, dieser Blick auf Interaktionen, der macht einfach einen riesengroßen Unterschied. Und ein zweites Beispiel so aus unserem Familienleben ist so, wir haben so eine Zeit gehabt, wo unsere Tochter immer wieder wirklich wütend worden ist, wenn sie mit uns geredet hat. Und dann ist sie hergekommen und hat so wirklich hat mich kaut oder mal bissen. Also sie war da 3 oder 4 so, ja. Ich bin wirklich, wirklich wütend worden. Und dann habe ich immer gesagt, du kannst du nicht irgendwie normal mit mir reden oder mir das einfach in Ruhe sagen, ja. Und dann ist das natürlich irgendwie eskaliert, weil sie hat dann zum Heulen begonnen und ich bin wütend gewesen. So, und dann haben wir mal uns die Zeit genommen, einmal zu schauen, hey, was passiert in den Momenten eigentlich? Und haben so festgestellt, dass sie eigentlich herkommt und ganz normal mit mir reden will. Ich sitze am Computer, sie kommt her und sagt, hey Mama, und ich höre nicht. Gibt keine Reaktion, sitzt da. Sie, Mami, und klopft mir vielleicht. Und ich so, du, jetzt gerade nicht, oder? Und mach weiter. Und dann irgendwann kommt es halt dann so weit, dass sie, hey Mami, und halt nicht mehr höflich ist, sondern schreit, weil ich halt einfach eine halbe Stunde lang ihre Anfragen ignoriert habe. Und das ist sehr verständlich, weil ich würde auch krankig werden. Wenn der Dominik nicht reagiert, bin ich sehr gut darin, auch ihn aufzufordern, sehr intensiv genau Reaktionen von ihm zu bekommen. Und da wieder, jetzt könnte man natürlich sagen, so die Geschichte, erste Geschichte, oder wir haben ein aggressives Kind. Die zweite Geschichte, was können wir denn in unserer Interaktion ändern, was beobachtbar ist, was sichtbar ist und mit dem was anderes schaffen, dass es nicht so weit kommen muss, dass ich gebissen oder gehaut werde. Und ich leiste einen Beitrag dazu. Ja, das mit den, also das mit dem Zuhören, das geschieht ja noch ganz, ganz oft. Also wie oft hören wir Geschichten von Leuten, die eben zum Beispiel am Telefon sind, oder? Also so irgendwas machen am Telefon. Und dann kommt jemand, redet mit denen und sie sind, aber eigentlich diese, sie haben überhaupt nichts mit dem zu tun, was die andere Person sagt. Sie reagieren nicht wie ich darauf. Und dann die andere Person, die irgendwie dann, wie unsere Tochter zum Beispiel, dann so irritiert sind, vielleicht verärgert, die hört mir ja nie zu. Ja, ich höre dir ja zu, aber das nicht zeigen. Also diese Zuhörreaktionen, es geht nicht um das kognitive Zuhören, also es kommt da rein und dann passiert da was, oder? Sondern es geht darum, das zu zeigen, dieses dieses Nicken, dieses eben nicht, ja, ich höre dich ja, sondern, das ist das, was in Interaktion eben das Relevante ist, um Kommunikation, Interaktion effizient zu gestalten. Und das sind so gute Beispiele, das haben wir gerade im Führungskräftetraining so oft, dass die Führungskräfte auch sagen, habe ich auch schon gemacht, sollte ich vielleicht nächstes Mal, wenn jemand kommt, mit voller Aufmerksamkeit da sein. Es geht viel schneller, viel effizienter. Auch unsere Tochter ist mittlerweile wirklich sehr gut darin, keine Zuhörreaktionen zu geben, wenn sie vor dem Fernseher sitzt und wenn man dann sagt, irgendwie, oder wenn sie spielt irgendwie im Tablet, oder? Und dann sagt man, hey, kannst du kurz, ich werde dir nur kurz was sagen. Und dann, hey, hast du mich gehört? Hallo, kannst du bitte schnappen? Dann geht man hin und berührt sie irgendwie sanft und sagt, du, hast du mich gehört? Ja, ich habe dich eh schon die ganze Zeit gehört. Okay, kannst du einfach nicken oder ja sagen? Ich versuche das auch zu machen. Also es ist so, ja, natürlich. Und
Da einfach, glaube ich, achtsam zu sein und wachsam zu sein, das macht also für uns wirklich einen riesengroßen Unterschied. Und es macht einen Unterschied in der Art, wie unser Familienleben stattfindet. Und es macht einen Unterschied für die Geschichten, die wir uns erzählen über unsere Familie und über unsere, und das geht, das ist jetzt ein Beispiel aus der Familie, aber das geht ja dann auch, die wir uns in einer Organisation über uns gemeinsam erzählen, die wir uns in unserer Gesellschaft übereinander erzählen. Und ja, und da einfach auf Interaktionen zu schauen, anstatt eben die Ideen hochkommen zu lassen, ah, aggressives Kind oder mein Chef interessiert sich sowieso nicht dafür, was ich sage, so, oder ich bin ja hin, und dann kommen ja oft so Geschichten, ich habe dir das ja eh erzählt, ja, und die andere Person hat es aber gar nicht gehört, weil sie irgendwie eben woanders war, gedanklich vielleicht da. Das, ja, mit dem können wir, glaube ich, ganz, ganz viel unnützliche, also Missverständnisse oder Geschichten auf eine andere Art erzählen, die uns stärken und die uns auch in Zukunft stärken, die unser Miteinander stärken, unser Gemein, unser eben unser Ich, Du und Wir und die einen Unterschied machen. Ja, und ich glaube, das eine, was Sie jetzt gesagt haben, ist ja diese Zuhörreaktion, dieses im Gespräch ständig miteinander in Interaktion sein, sagt sie schon. Und das beeinflussen wir natürlich auch mit unserem Interesse. Also nicht, wir nicken ja nicht einfach wahllos, sondern wenn wir jetzt zum Beispiel in einer Weiterbildung sind zum lösungsfokussierten Coach als Beispiel, dann lernen wir, dass wir Interesse haben an der gewünschten Zukunft, an dem, was die Person möchte, an dem, was gut funktioniert, und an diesen Hinweisen auf kleine nächste Schritte. Und wir sind lösungsfokussierte Begeisterte, und seit langem schon ist das unser Interesse, wenn jemand mit einem Problem kommt und sagt, ja, weißt du, in letzter Zeit war es eben schlecht, dann reagieren ja viele, die zur Problemanalyse trainiert sind, auf schlecht. Und wo geht die Person natürlich nachher weiter? Aber schlecht, ist ja klar, oder? Heißt ja schlecht, und heißt ja, erzähl mir mehr darüber. Wenn jemand sagt, eben in der letzten Zeit, in letzter Zeit. Oder da scheint es eine Ausnahme zu geben, wenn ich sage, in letzter Zeit. Dann kommt das Reaktion ja dann, weil, weißt du, es war eben schon mal besser. Besser. Ja, damals war es. Ne? Also wir beeinflussen unsere Gespräche auch mit unserem Interesse. Und zwar, indem wir Dinge aufnehmen, zum Beispiel Worte aufnehmen, die uns interessieren. Und je nachdem, was uns interessiert, werden das Gespräch in diese Richtung auch lenken mit dem. Und wenn wir natürlich sagen, ich höre Führungskräfte, die erzählen uns, ich höre immer nur über Probleme. Und wenn man die Gespräche anschaut, ja, natürlich, weil sie auch Interesse haben daran und immer jedes Mal, schwierig, Problem, oder? Und die Mitarbeiter, die gute Mitarbeiter sein möchten, die gehen da weiter. Und das ist hochspannend, oder? Weil eben die Geschichte, die Problemgeschichte, die da rauskommt, ist gemeinsam co-konstruiert. Das ist nicht, weil der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin einfach über Probleme sprechen möchte, sondern weil im Gespräch das ständig wieder in diese Richtung kalibriert wurde. Das finde ich ja eine ganz, ganz besonders spannende Frage. Und da würde ich gern von euch auch noch ein bisschen hören, wie verhält sich das denn zur Empathie oder zum Abholen von Leuten? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mir geht es momentan nicht gut, ja, dann würden wahrscheinlich die meisten Menschen oder die man so landläufig als empathisch bezeichnen würde, irgendwie sagen, oje, was ist denn los oder warum denn oder so. Ja, und kalibrieren damit aber natürlich auch in die Richtung, dass wir quasi über das Missbefinden sprechen. Wie sind da eure Erfahrungen oder eure Empfehlungen, da eben Menschen auch quasi gut und empathisch abzuholen und dennoch in die lösungsorientierte Richtung zu gehen? Ja, es ist eine sehr schöne Frage, die uns natürlich auch beschäftigt. Und der Lösungsfokussierung wird ja oft nachgesagt, dass wir so nur auf, also dass man nicht mehr über das Problem reden darf und dass man nur auf das fokussiert ist, was man möchte, aber dass einem ja wie gar nicht mehr schlecht gehen darf. So. Und das ist schlichtweg nicht der Fall, ja, sondern die
Die Sache ist die, dass wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, mir geht's schlecht, oder wie zum, also Beispiel auch wieder vielleicht aus unserem Familienleben heute, ja, unsere Tochter liegt krank im Bett und hat aber Sporttag heute. Und in meiner Unachtsamkeit erzähle ihr irgendwie, weil da die Kinderstimmen draußen waren, und dann ist sie nachschauen gegangen. Wir sehen von unserem Balkon zur Schule, und dann ist sie da gestanden und hat halt einfach wirklich fürchterlich zu heulen begonnen. Und dann kann ich jetzt natürlich hergehen und ihr super kluge Fragen stellen und keine Ahnung was, ja. Oder ich kann einfach einmal hergehen und sie in den Arm nehmen. Und ich muss es aber auch nicht verstärken, indem ich sage, hey, ja, du bist so arm und das ist ganz fürchterlich und ich weiß es ja, sondern ich kann einfach da sein, auch ohne was zu sagen, und einfach zu sagen, hey, komm, schau, ich bin da, und ja, da kann ich jetzt nichts ändern, kann ich irgendwas tun, was für uns da jetzt oder für die da jetzt hilfreich ist. Und ich glaube, so gerade, also ich habe so diese Formulierung, oder wir verwenden wir diese Formulierung, also lass uns doch auf die Brillanz des Gegenübers schauen. Und wenn wir auf die Brillanz von unserem Gegenüber schauen, dann machen wir das ja nicht nur, wenn es unserem Gegenüber gerade super gut geht, weil dann ist es ja eh leicht, ja. Also dann sehe ich es ja. Aber die Brillanz ist ja was, die ich auch sehen kann, wenn es mir nicht gut geht. Nämlich dann, wenn ich die Annahme habe, hey, jedes Leben ist einzigartig. Jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Mensch bringt einen ganz einen einzigartigen Erfahrungsschatz mit. Wir alle sind in anderen Familien aufgewachsen, an unterschiedlichen Orten. Selbst wenn wir in derselben Familie, am selben Ort aufgewachsen sind, ist es unterschiedlich. Und wir haben andere Kontakte, wir haben andere Interaktionen. Kein Leben ist eins zu eins gleich wie das andere Leben. Und mit dem wird es aber auch klar, dass jeder, also wenn ich dann nur die Sichtweise habe, jede Person ist Experte und Expertin für das, was in ihrem Leben funktioniert, dann kann ich persönlich gar nicht anders, als zu feiern, wie großartig Menschen sind, ja. Und das kann auch heißen, in einem Moment, wo vielleicht einmal alles wirklich ganz schlimm ist, da sein und einfach zu sagen, hey, wow, ich bin wirklich beeindruckt, wie du das schaffst. Und das muss ich ja nicht unbedingt aussprechen, aber das ist so die Idee, mit der ich in ein Gespräch gehe. Und wenn ich dann zuhöre und einfach da bin, ohne zu beurteilen, zu bewerten, ohne zu sagen, ah, okay, dir geht es jetzt schlecht, ah, wie fürchterlich. Und manchmal in die andere Richtung, oder? Ah, dir geht es jetzt super gut, ah, wie cool, ja. Also das, sondern einfach da sein und miteinander da sein und zuhören. Und dann in Momenten, wo vielleicht die Person ein bisschen weniger weint, einfach vielleicht da eine Reaktion zeigen. Oder wenn die Person irgendwie was erzählt, wo sie ein bisschen mehr mit den Augen funkelt. Das zu verstärken mit meinem Augenfunkeln, mit meinem Lächeln. Denn wenn die andere Person, ebenso die unsere Tochter halt, oder dann hat sie geheult und geheult, und dann hat sie plötzlich irgendwie, ist eine Idee, also ist ein bisschen weniger gewesen, und dann hat sie so ein leichtes Lächeln gehabt, oder? Und dann habe ich auch zu lächeln begonnen. Und dann hat sie mir plötzlich eine Geschichte erzählt, und dann ist ein anderer Fokus entstanden. Und das sind so diese, glaube, diese ganz kleinen Nuancen, wo man ganz große Unterschiede machen können, einfach mit den Grundideen, die man natürlich auch über uns selber und andere Menschen haben. Ja, das ist ein schönes Beispiel, das du gebracht hast, dir, also dieses Dasein für jemanden, ohne jetzt die andere Person noch mehr so in diese Schwierigkeit zu begleiten. Und ich glaube, da gibt es eben schon auch so diese Missverständnisse aus unserer Sicht immer wieder, was so diese großen Begriffe anbelangt. Wenn man so Empathie zum Beispiel, da versteht ja jeder was anderes darunter und diesen Millionen von möglichen Situationen heißt es immer wieder mal was anderes. Aber wenn wir jetzt da einfach sagen, ich möchte da sein für die Person und ich möchte möglichst hilfreich da sein für die Person, dann bin ich eben viel, viel aufmerksamer darauf, was jetzt eben sinnvoll ist. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, also nehmen wir mal an,
Partnerin eines guten Freundes hat sich umgebracht. Und ich spreche jetzt mit dem guten Freund. Ja, dann werde ich dem nicht sagen, dass alles wunderbar ist. Da werde ich dem nicht irgendwelche Fragen über eine Zukunft ohne seine Partnerin fragen. Das würde völlig unpassend. Aber ich würde ihn auch nicht fragen, ja, warum ist das dann so schlimm? Und ist das sicher noch von deiner Kindheit auch, dieses Erlebnis mit deiner Mutter? Und das ist ja dramatisch. Und du hast schon mal Depression gehabt und das kommt jetzt wieder hoch. Und das würde ich auch nicht machen, sondern ich wäre da. Und ich würde wahrscheinlich darauf achten, oder wie kann ich möglichst hilfreich sein in meinem Dasein. Und es geht da nicht darum, jetzt aus unserer Sicht Kommunikation in eine unnatürliche Richtung zu lenken, einfach weil jetzt ich denke, das ist da super, wir gehen doch da, ist ja alles super, die Welt ist ja toll, oder? Das ist Schönreden, das ja da oft auch unterstellt wird. Sinn geht mehr, suchen. Es geht mehr darum, so dieses hilfreiche Dasein. Und eben sich klar zu werden, dass mit allem, was ich tue, oder mit allem, was wir gemeinsam tun, in Interaktion, dass wir eben einen Unterschied machen. Entweder in die eine Richtung oder eben in die andere Richtung. Und da vielleicht kann ich das nur kurz ergänzen, weil also jetzt gerade in dem Beispiel, was der Dominik schildert, oder, ist es natürlich auch, was ja dann ganz oft passiert ist, dass dann recht schnell irgendwie so angefangen wird, auf Sinnsuche zu gehen und zu sagen, ja, weißt du, das wird schon alles so seinen Sinn haben und das wird schon alles gut sein. Und auch da die Ideen weglassen, weil ich weiß nicht, das ist nicht gut, das muss auch keinen Sinn machen. Und einfach da sein. Und ich habe, also mir ist jetzt gerade so ein Beispiel eingefallen, vor einigen Jahren hat eine Freundin mich angerufen und gesagt, ob ich Zeit habe, mich mit ihr zu treffen. Und wir haben uns länger nicht gesehen gehabt, aber so sehr engen Kontakt immer gehabt miteinander und uns wirklich sehr, also wir kennen uns sehr, sehr gut und sehr über Jahre hinweg. Und dann haben wir uns auf einen Café getroffen und ich habe einfach gemerkt, ihr geht es einfach wirklich überhaupt nicht gut. Und ich bin aber einfach wie da gesessen und ich habe ihr zugehört und ich habe hingehört auf all das. Also das war wie, wenn ich so heute zurückschaue, ich habe auf all das hingehört, wo Lebendigkeit da war bei ihr. Und ich habe gar nicht viel Fragen gestellt, sondern habe sie erzählen lassen. Und sie hat halt erzählt, dass im Moment einfach wirklich gerade Dinge ganz schlecht laufen und vieles nicht gut ist. Und nur ich habe nicht aufs Problem gehört, sondern ich habe auf das gehört, was ja auf das, wo ihre Lebendigkeit ist. Und das habe ich verstärkt. Also ich habe nicht einmal auf das gehört, was sie will oder was vielleicht irgendwie trotzdem funktionieren könnte, oder sondern einfach so Momente, wo ich dann also und oft kriegen, also wir haben ja unterschiedliche Kanäle, vielleicht sehen wir es in einem Augenblinzeln, vielleicht ich fühle das oft noch so, dass ich dann irgendwie merke, vielleicht manchmal läuft mir so ein leichter Schauer über den Rücken oder ich spüre irgendwie, dass ich mich selber gerade, also dass irgendwie sie bei mir da so im Herzbereich vielleicht was ausdehnt und zu pulsieren beginnt. Das, sind, also das, ist, so für, das ist mein Kanal. Ja. Man hört es vielleicht in der Stimme, dass sie irgendwie, dass so im Moment ein bisschen mehr Kraft in der Stimme ist wie in anderen oder dass die Person schneller zu sprechen beginnt, wo sie vorher langsamer gesprochen hat oder umgekehrt. Und wir alle also haben unterschiedliche Wahrnehmungen von dem und ich bin überzeugt, dass jeder Mensch aber das wahrnimmt. Und auf die Dinge habe ich geachtet und in den Momenten habe ich reagiert, aber auch nicht, ich habe auch nicht, also reagiert im Sinne von Zuhörreaktionen, aber auch nicht mit, hey, ja, super, dass das so ist. Und also ich habe mich nicht mehr gefreut für meine Freundin, wie sie sich selber, und ich habe aber auch nicht mehr gelitten wie sie und bin auch nicht in ihr Leiden mit reingegangen. Und dann sind wir, also haben so eine Stunde uns miteinander unterhalten und sie hat mir dann irgendwie 3 Wochen nachher angerufen und hat mir erzählt, du, danke vielmals für das Gespräch, das hat mir mehr gebracht wie Therapie, und sie war also über einige Jahre in Therapie. Das war also wirkungsvoll wie eine Therapiesitzung und ich habe wirklich Suizidgedanken gehabt und das hat einen Unterschied gemacht. Und ich finde es so spannend, weil ich einfach diesen Moment noch so genau vor mir sehe, weil ich da sehr bewusst in dieses Gespräch hereingegangen bin, ohne zu wissen, warum irgendwie so, ja.
Aber ich weiß nur sehr genau, was ich getan habe und was ich eben auch nicht getan habe. Und ich glaube, in einem Dialog zu wissen, was man macht aktiv und was man nicht macht, mit dem, und das sehen wir eben am Video, wenn wir das anschauen, diese Unterschiede, die das macht. Das ist einfach nicht was, was man jetzt irgendwie, also damals war das ja was, was ich sehr intuitiv gemacht habe. Nur wenn ich jetzt Videos anschaue und sehe, was macht man da? Jede Äußerung von mir, jedes Aha, jedes kann einen Unterschied machen, der einen Unterschied macht. Und das fasziniert mich einfach unglaublich. Und man hat, also jetzt, es gibt Studien, wo man angeschaut hat, so wie ko-konstruiert man denn in einem Dialog, also in einem Therapiegespräch, wie kommen da Dinge zustande? Und das ist einfach total spannend, dass durch die Fragen, die der Therapeut stellt, ganz häufig eben dann auch sein Therapiemodell plötzlich zum Vorschein kommt oder ihrs. Also. Und da hat es eine ganz spannende Analyse von einem Gespräch von Carl Rogers gegeben, wo irgendwie so der Klient reingekommen ist in die Sitzung, und es gibt der Carl Rogers, der hat sehr früh begonnen, Videoaufzeichnungen zu machen, was einfach wirklich grandios ist, weil durch das hat man einfach die Gesprächstranskripte, was ja Therapeutinnen und Therapeuten jahrelang nicht gemacht haben. Und jedenfalls wird da ganz klar sichtbar, wie durch seine Fragen und Kommentare kommt rein mit einem Problem, und dann ko-konstruieren sie da gemeinsam eine Idee von, es gibt eine Person, die er gerne sein möchte, also die ideale Person, und dann ko-konstruieren sie gemeinsam die Idee, dass er es gibt die Person, die er jetzt im Moment ist und nicht sein möchte. Und dann gibt es einen ganz spannenden Moment in diesem Gespräch, nämlich wo der Klient dann da sitzt und den Therapeuten um Hilfe bittet, weil er ja nicht die Person sein kann, die er möchte, und er soll ihn doch irgendwie so aus dieser Gedankenwelt erlösen. Ja. Und jetzt kann man sagen, hey, brillant, wie der das da aufdeckt hat, oder man kann sagen, es ist faszinierend, wie da das im Gespräch ko-konstruiert wurde. Mhm. Über das zu wissen, das kann, also das macht halt einen großen Unterschied, weil man mit dem viel achtsamer sein kann, auf das, wo sagt denn ihr ja dazu in einem Gespräch, und der Gespräch läuft ja super schnell ab, ja, und zu welchen Einladungen sage ich ja, also wir nennen das so Konzepte, zu welchen Konzepten sage ich ja, okay, zu dem, oder Vorannahmen nennen das manche, welchen stimme ich dazu und welchen stimme ich aber auch nicht zu, ganz gezielt. Und wo sage ich ja, du, ja, diese Annahme, die du da jetzt gerade in deiner Frage formulierst, die, ja, mit der kann ich jetzt nicht mitgehen und lade zu einer anderen Ko-Konstruktion ein. Das bringt mich jetzt zur Mutmacherei und zu unseren Inhalten. Auf der einen Seite, weil es ja auch um dieses Richten der Aufmerksamkeit geht. Das heißt, das, was ich jetzt beschrieben habe, ist ja auch sehr stark die Frage, wohin richte ich meine Aufmerksamkeit und verstärke dann quasi durch mein präsentes Dasein. Und richte ich es quasi eher aufs Problem, aufs Negative oder eher auf die Lösung, aufs Positive. Und ich möchte jetzt das noch ein bisschen erweitern, weil bei der Mutmacherei geht es ja auch viel um die Frage, welche Zukunft möchten wir alle gemeinsam haben, ne? Ein gutes Leben für alle und so weiter. Und mich hat das jetzt ja angesprochen, dieses Beispiel von Carl Rogers, ja, so ich habe da ein Bild von dem Mensch, der ich sein möchte, aber ich kann dort noch nicht hin oder bin noch nicht dort. Und ich glaube, wir haben alle ein Bild von der Welt, wo wir hin möchten, ja, und merken aber, wir sind noch nicht dort. Ne? Und habt ihr da vielleicht auch Ideen, was das auch für die Mutmacherei bedeuten könnte? Ja? Also wie wir vielleicht noch in unserer Kommunikation das, was wir eigentlich stärken wollen, stärken können. Ja, da gibt es eigentlich eine Annahme, die wir in der lösungsfokussierten Welt haben, dass Veränderung stetig stattfindet. Und dass es unsere Aufgabe ist, nützliche Veränderungen aufzuspüren und zu verstärken. Und jetzt, wenn wir diese Idee anschauen, ich bin eine Person,
Und da gibt es eine Person, die ich sein möchte. Die geht ja von einer stabilen Welt aus. Also ich bin jemand, der ist stabil, so wie er ist. Und da möchte ich jemand werden, der ist stabil, wie er ist. Das ist ja nicht das, was wir erleben. Sondern einmal sind wir so, einmal sind wir so. Gewissen Tagen gelingen uns Dinge, an anderen Tagen gelingt es weniger. Einmal sind wir sehr mutig, einmal sind wir eher scheu. Einmal melden wir uns zu Wort, einmal melden wir uns nicht. Und mit dieser Annahme, dass Veränderung stetig stattfindet, können wir davon ausgehen, dass wir die Person, die wir sein möchten, auch schon gewesen sind. In gewissen Elementen, oder? Dass wir die Welt, die wir möchten, in gewissen Elementen schon auch gehabt haben, vielleicht schon haben. Und wir würden jetzt da natürlich hinschauen auf diese nützlichen Veränderungen und schauen, wie können wir die verstärken. Anstatt jetzt, da bin ich und da möchte ich hin und das ist halt ein weiter Weg. Mehr zu sagen, ich bin nicht da, sondern ich bin eigentlich ja, ich bin ständig woanders und ich schaue aber aufmerksam darauf, wann haben wir diese Momente, die eben in diese Richtung gehen und wie kann ich die verstärken? Oder wann haben wir jetzt Momente, wo es besser geht? Oder wann habe ich Momente, in denen ich mutig bin als Beispiel? Und was tue ich dort genau? Und was tun andere dort genau? Oder auch wieder das Miteinander? Und wie könnte ich jetzt das vielleicht morgen oder übermorgen noch verstärken? Und diese Sichtweise von Veränderung findet ständig statt. Und eben, es ist unsere Aufgabe, diese nützlichen Veränderungen aufzuspüren und eben auch da zu verstärken. Die bringt dich eigentlich auch wieder weg. Also es ist eigentlich so eine parallele Entwicklung, anstatt Kommunikation als zwei Individuum zu sehen, Welt als Zustand und Zustand zu sehen, hin zu etwas, was wir gemeinsam machen, etwas, was immer auch schon bereits stattfindet. Und auch da ist eine parallele Entwicklung in diese Richtung von, es ist bereits schon teilweise da, wie können wir das nutzen und verstärken? Und zu dem, was der Dominik sagt, einfach diesen Dialog über die gewünschte Zukunft, über die Zukunft, wie wir es gern sehen möchten, miteinander aufrechterhalten und Stimmen reinbringen. Und das ist was ich einfach, also was mich wirklich an deiner Arbeit, ihrer und der Arbeit von all denen, die in der Mutmacherei mitwirken, so begeistert, dass ihr Stimmen jetzt so von jungen Leuten reinholt. Das ist einfach also sehr aktiv und gezielt, dass man da wie, also ja, einfach diese Diversität, die es in der Welt gibt, da in diesem Dialog, den wir über unsere gewünschte Zukunft führen, abbilden, den Dialog aufrechterhalten und dann, also ich finde, ja, die Mutmacherei ist für mich immer ein gutes Beispiel, wenn es genau um das geht, das zu zeigen und dann diese Beispiele, diese Geschichten am Leben zu halten, mit anderen zu teilen und mit dem noch mehr Leute zu einem Dialog über gewünschte Zukunft einladen, über gewünschte Zukunft nicht nur eben in meiner kleinen Welt, sondern auch in unserer großen Welt und zu sehen, wo überall schon Beiträge geleistet werden, uns von denen inspirieren lassen, zu entdecken, wo wir überall schon Beiträge leisten und das zu eben bemerken, zu verstärken und wieder in einen Dialog über unsere gewünschte Zukunft einzubringen. Und ja, da finde ich, macht die Mutmacherei sehr, sehr vieles. Sehr, sehr gut. Und wenn dann noch alle, die jetzt da zuhören, so mit diesem Interesse an diesen nützlichen Veränderungen, an der gewünschten Zukunft zuhören, dann verstärken wir es natürlich in Gesprächen nochmals umso mehr. Was mich jetzt auch besonders wiederum inspiriert und ermutigt hat, ist, wie du, Dominik, auch angesprochen hast, das gibt's ja schon, das ist ja schon da. Nicht? Also da fällt mir auch dieses wunderschöne Zitat von der Arundhati Roy ein, nicht? Wo sie sagt, wenn wir so sehr aufmerksam lauschen, dann können wir das Neue schon hören, schon atmen hören oder so. Ja, vielleicht zum Abschluss noch, wenn sich jemand näher für Mikroanalyse interessiert, wo kann man denn da mehr erfahren und wie? Also zum einen können wir sehr gerne noch Beiträge, die wir geschrieben haben zu dem Thema, teilen, weil, also genau, die haben wir vorab so, glaube ich, drei Beiträge so zum Nachlesen oder Vorlesen geschickt, genau. Also das ist so das eine. Das andere ist, man kann auf unsere Website gehen, auf www.sfontour.com und dort findet man unter den Inspirations viel über Mikroanalyse
Und man findet, wenn man auf www.sfontour.com/Mikroanalyse geht, auch eine deutsche Seite, wo also unser Mikroanalysekurs, ein 4-Wochen-Kurs, wo wir so wirklich eintauchen in dieses Beobachten auf Video direkt, was wir in unseren Gesprächen tun. Und wenn da jemand Interesse hat, genau, sehr gerne dorthin. Und dort findet man auch noch einmal eine Liste, die ist, glaube ich, 6 Seiten lang, wo der Dominik und ich einmal so zusammengeschrieben haben, wie Mikroanalyse von Face-to-Face-Gesprächen unser Leben verändert hat. Und das könnte vielleicht auch noch spannend sein, um so noch einmal ein bisschen eine Idee zu kriegen, was, ja, wo für uns jetzt da wichtige Einflussfaktoren waren aus der Mikroanalyse. Und Podcasts gibt es auch auf Englisch, genau, die haben wir auch auf der sfontour.com-Seite unter Podcasts. Da gibt es dann so einen eigenen Tab, wo man auf Microanalysis gehen kann. Und da sind, glaube ich, so um die 8 Podcasts, wo man explizit über Mikroanalyse von Face-to-Face-Gesprächen sprechen. Sehr schön. Jede Menge Material, das wir dann genau verlinken können. Dann danke ich euch ganz, ganz herzlich, dass ihr bei diesem Mutfunken uns Mut gemacht habt für einen ganz neuen Blick auf Interaktion. Super spannend. Und ich würde sagen, wir bleiben zu diesem Thema und zu anderen Themen in Verbindung. Und ich glaube, ich werde euch noch oft einladen, mit mir Mutfunken zu versprühen. Ah, schön, danke Ira und danke wirklich für die ganze wertvolle Arbeit, was ihr in der Mutmacherei macht. Und ja, also genau, wir freuen uns immer wieder auf LinkedIn, auf Facebook und natürlich auf eurer Website, so diese ganzen Highlights zu sehen und ja, und merken, was das für uns für einen Unterschied macht, gerade da in diesem Veränderung findet ständig statt. Ja, und da passieren ganz viele nützliche Veränderungen aus unserer Sicht. Und für das ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich und dein Team. Ja, danke euch auch für eure Arbeit. Und ihr seid für mich auch immer wieder so Wegweiser und Inspirationsquellen und der Blick in die Zukunft und der andere Blick auf das, was jetzt gerade ist. Und so danke dafür auch. Dankeschön, sehr gern geschehen. Ciao, ihr Lieben. Tschüss. Auf bald. Tschüss. Baba. Powered by die Mutmacherei.